Willkommen Leute, wir sind zurück hier bei Super Mario Galaxy. So, im letzten Part, da haben wir den letzten grünen Stern wohl geholt, ja, ne? Insgesamt waren es jetzt, Achtung, ich brauche kurz einen Moment, okay. Im Prinzip war es jetzt irgendwie eine Handvoll, oder? Ja, tatsächlich, wie mir geschrieben wurde eigentlich sogar. Wieso ist hier eine Röhre? Kann man da rein? Oder soll mich das zurückbringen? Ja, soll mich zurückbringen. Wozu denn auch sonst, Aaron? Ja. Und dadurch, dass wir jetzt alle Grünsterne geholt haben, ja, dadurch eröffnet sich eine ganz neue Möglichkeit. Und zwar können wir jetzt die Prüfung ablegen, ja. Das sind so Challenge-Ball. Okay, das trifft sich gut. das sind so Prüfungen, wie zum Beispiel mit dem Challenge-Ball oder dem Manta oder sonst was. Und ich glaube, das sind somit die schwersten Sachen in diesem Spiel. Deshalb habe ich mir überlegt, wir machen am Anfang von jedem Part, ne? Okay, dreimal jetzt insgesamt, aber wir machen dann wahrscheinlich am Anfang von den nächsten drei Parts machen wir halt, ne? Jeweils ein Level davon, ne? Das ist immer ganz gut, wenn man sowas am Anfang vom Part macht, denn, ja, ne? Wenn man zum Beispiel so 12 Minuten schon auf dem Buckel hat und dann sowas anfängt, dann kann es sein, dass das viel zu lange dauert, ne? Na gut, was heißt zu lange, aber, ne? Ihr kennt ja die alten Sachen, ne? Man könnte natürlich auch, immer so 50-Minuten-Parts oder so machen oder eine Stunde. Das ginge natürlich auch, ja. Aber, da müsste man ja extrem viel aufnehmen zum... Okay. Ich habe mich gerade gefragt, wie geht das kaputt? Wie geht das kaputt? Aber, ja, ungefähr so. Ne? Und außerdem, ne, kann man so mehr Parts quasi machen. Ja, auch wenn die dann insgesamt kürzer sind. Ihr kennt das ja. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich. Wie ich schon sagte, ihr seid ja keine Anfänger. Der einzige Anfänger bin wahrscheinlich ich. Muss dieses Ding da jetzt stehen? So schön. Oh Gott! Oh, schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Oh. Das wäre jetzt. Boah. Ja. Du bist rein Vollpfosten. Mensch, ey, was ist denn das für eine Dummheit, ne? Boah, hier ist aber auch so eine Kurve, dass man auf einmal beschleunigt, ne? Also beim ersten Mal bin ich ja immer. Beim ersten Mal bin ich ja immer geduldig, aber ne, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ne, dann kommt die Ungeduldsphase. Das gerade war aber auch ein richtig dummer Fail, ne? Das war so ziemlich die einfachste Stelle. Das ist so eine typische Stelle, an der man so gut wie nicht sterben kann, aber naja. Spezialisten wie ich kriegen das trotzdem hin. So. Geh jetzt trotzdem mal hier lang. Dieses komische Ding, wieso steht das da? Das ist voll unnötig. Macht doch alles viel schwerer, was soll denn das? Okay, ich hätte durchrollen sollen. Egal. Boah, das ist aber nett, dass man das ab hier bekommt. Muss man da schnell sein oder so? Man muss tatsächlich... Nein! Man muss tatsächlich schnell sein. Ah, es ist nicht einfach, ja. So, ja, aber... Ah, das ist ja eigentlich noch so ziemlich das, was ich am besten kann von den Challenge-Aufwehrprüfungen. Ich freue mich schon auf den Manta. Ja, das wird eine Aktion. Oh, das kann ich euch sagen. Boah, das wird lustig. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß immer noch nicht, was das dritte jetzt war. Da gab es doch noch irgendwas. Irgendwas hier mit Wii Motion, irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwas mit Schwimmen? Nee, auch nicht. Es gibt bestimmt noch irgendwas Offensichtliches, was ich jetzt irgendwie nicht im Kopf habe. Das habe ich nicht in der Birne. Und drüber. Ach so. Oh, Mann. Ich bin noch ein Vollpfosten, ey. Ich bin ein Vollpfosten. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wie ich das schon wieder hinbekommen habe, ne? So, wieso ist hier eigentlich immer am Ab, ne? Hier kann man ja Leben farmen, ne? Also... Ich bin halt übrigens auch dabei, ne? Also, diese Fails, ne? Hier gibt es ja 2 Leben und ich dachte mir, hey, komm, Leben können wir immer gebrauchen und dann lässt du dich abkratzen und dann kannst du wieder 2 Leben holen. Das ist so ziemlich meine Taktik gewesen und der einzige Grund, weshalb ich hier natürlich noch nicht voll durchgeskillt habe, aber ich denke, mittlerweile haben wir genug, ne? 21 sollte auf jeden Fall reichen. Fick dich!
Da konnte ich jetzt aber wirklich nichts für. Nein, nur nicht, Aaron. Nee, wirklich. Ne, ich bin ja auf den Gumba gegangen und dann ist er auf einmal, ja, über den Zaun. Dieser Anfangsbereich ist eigentlich schon so ziemlich das Schwere. Ja. Aber da bin ich natürlich noch nicht abgekratzt. Typisch. Scheiße. Ich glaube, ich habe das jetzt auch ein bisschen, ja, mittlerweile ist es so ein bisschen falsch kalibriert, denn ich hau das Ding voll nach vorne und... Ah, der macht das trotzdem ein bisschen langsam. Ich halte ihn jetzt mal gerade nach oben und er rollt zurück. Gut, ne? Das ist natürlich nicht so der Sinn der Sache, aber... Ich weiß nicht. Wann kalibriert sich das Ding eigentlich? Wenn man stirbt oder so? Oder aus solchen Dingern? Oder, ne? Oder gar nicht? Naja, muss es sich ja. Muss ich? Ich ja. So. Hier wieder ein Missgeburten-Gumba. Schön langsam hier. Dann in die Mitte darf ich ja rein. Oh, bin ich... Oh. Vor der Stelle hatte ich immer Angst. Ich weiß übrigens nicht, wie man hier draufbleiben soll und gleichzeitig irgendwelche Sternenteile hier mit der Wii-Fernbedienung einsammeln soll. Das ist unnötig wie sonst was. Wer macht denn sowas? So. Das hier sieht wieder ein bisschen cool aus. Wow. So. Aber jetzt sind wir noch nicht am Ziel. What the fuck? Muss ich was machen? Wow, das war knapp. Aber wahrscheinlich ist es immer so knapp. Jetzt könnte ich... Ja, jetzt kann ich natürlich alles einsammeln. So, komme ich jetzt da rein. Okay. Puh, der letzte Abteil, Leute. Boah, das sieht so aus wie bei Mario Sunshine. Wieso bin ich so blöd? Wir hängen schon ziemlich lange daran, ja. Länger als ich dachte. Länger als ich dachte, definitiv. Ja, gerade beim Ball, ey. Da dachte ich, ey, da komm, das könnte sogar deine Stärke sein. Boah, ich hasse es. Wieso macht er das nicht auf? Bäm. Wieso macht er das nicht auf? Oh. Vor allen Dingen. Oh. Das sah wieder so idiotisch aus, ne? Ich raste da so, ja, ne? Das sah so aus, als hätte ich einfach nichts bedacht und wäre einfach so geradeaus. Ja, wäre einfach so geradeaus gerollt, was ich ja auch im Prinzip bin, aber das sah einfach so idiotisch aus. Das kann ich eigentlich nicht auf mir sitzen lassen. Eigentlich nicht. So. So. Nein, noch nicht dahin gehen. Wir müssen geduldig sein. Und jetzt wollte ich tatsächlich mal ausprobieren, die Sternteile da am Rand einzusammeln. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Hier hat man eigentlich Zeit. Ne? Wisst ihr noch, wie ich hier beim ersten Mal ein bisschen angegeben habe mit dem Ball? Also, hohoho, ich hab's ja voll drauf. Und hier stehe ich mich dann an. Ja, tatsächlich. Bäm. Gibt's hier wieder was zum Einsammeln? Oh, aber da vorne waren doch nur noch diese zwei Klötzchen, ey. Ich bin noch behindert. So. Hier noch ein bisschen mehr einsammeln. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Bäm. Da bekommen wir auch immer noch einen ab. Also, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, habe ich wieder extra verkackt, um weitere Ups zu farmen, ne? Ich meine, wie soll man bei sowas denn auch sterben? WTF? WTF? Oh. Denk doch nach. So, wir sind da. Wir sind da. Ja, war das jetzt so schwer? Im Prinzip nicht, ne? Aber das sagt man ja immer, wenn man damit fertig ist. Ach, ne, war eigentlich gar nicht so schwer. War nur nicht gerade so in Form, ne? Ja, ist aber wirklich manchmal ziemlich tagesformabhängig. Bam, bam, dun, dun, dun. Bam, bada, bam. So, das habe ich mir jetzt einmal verdient, das zu sagen. Gut, nicht wirklich. Ich habe fast 10 Minuten daran gehangen, aber... Egal, geschafft ist geschafft und wir haben es hinter uns, auch wenn ich, ja, ich mag sowas. Ich möchte hier gerne gefordert werden, tatsächlich. Das haben wir jetzt auch schon fertig. Wir haben fast, wir kratzen wieder an den 1000, ja. Merkt ihr das? Ich weiß nicht wieso, ich, ja, ne, aber es läuft, ne, es läuft, ne. Wir mussten noch nie so speziell was sammeln für irgendein Gourmet-Luma. Das ist doch eine schöne Sache. Aber soweit ich weiß, gibt es da oben ja noch 2 Etagen, ne. Also, ich weiß gar nicht, gibt es da oben nur noch 2 Kuppeln oder 3? Ich glaube ja nur noch 2, ey. WTF? Ich hätte eigentlich so in Erinnerung, dass andere Let's Player bis zu 40 Parts daran gesessen haben. Also irgendwas kommt da noch. Wir haben ihre Basis in der Front entdeckt und der bleibt, ja, wie immer halt, ne? Der labert. Was macht der denn da? Nein, da kommt bestimmt sowas.
Da kommt bestimmt so eine wunderschöne Aufräumgalaxie. Da freuen wir uns doch alle drauf. So, was haben wir hier? Schädelhai. Schädelhai? Schädelhai. Herbstwald. Herbstwaldgalaxie. Das könnte doch nett aussehen. Reifenozean. Den Reifenozean, da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern. Aber warte mal, wir haben ja 64 Sterne und es gibt doch 120, oder? Kreaturenfabrik, WTF. Ah, komm, wir werden hier noch Zeit verbringen. Ey, das... Ja. Wir werden hier noch viel Zeit verbringen. Hm. Ene mene Miste, es rappelt in der Kiste. Ich nehme das, was raus ist. Ene mene Mu und raus bist du. Okay. Ja. So macht man das, wenn man Humor hat und so, ne? Willst du damit sagen, dass du Humor hast? Ah, Ronja. Ja. Ja. Was dagegen? Jagd den Meeresganoven. Was ist das denn? Was ein Ganove. Was ein Ganove. Der sieht aber auch schön aus, ne? Erinnert mich an einen aus meiner Klasse. Der guckt auch immer so. Vor allen Dingen, der hat noch so lockige Haare dann und... nee, nichts gegen die, die lockige Haare haben, aber... Mit der Fresse passt das einfach perfekt und... Oh, ich weiß nicht. Er sieht einfach aus wie ein Mongo, ne? Beleidige ich mit Mongo irgendwelche unschuldigen Menschen dazu? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Oh, wer bist du denn, Freund der Pinguine? Wenn du dieses Meer zurückhaben willst, dann musst du durch die Art Ringe schwimmen. Und wir müssen wahrscheinlich schneller sein als er, ne? Das hat er... Ja. Ja, ja, genau. Springen erstmal durch. Ne, wir müssen nicht schneller sein als er. Das wäre dumm, weil er legt die Ringe, ne? Und wir können nicht vorher durch den Ring schwimmen, ehe er einen gelegt hat. So. Das ist aber relativ einfach, ne? Ich glaube aber, ja, hier kommt noch was. Hier kommt bestimmt noch was. Ja. Ne? Also, ne? Also ich denke, später werden wir dann irgendein Rennen gegen den machen. Oder so. Soll ich mir den Panzer holen? Ja, wieso nicht? Na gut, vielleicht sind wir dann zu schnell, gell? Oder nicht? Oder doch? Na komm. Der hat einen Vorsprung. Im Zweifel kann ich das Ding ja auch wegwerfen. Also ich weiß nicht, was das für ein Stern sein soll, aber der ist auf jeden Fall viel zu einfach. Ja. Aber der Typ da vorne macht mir trotzdem Spaß. So, da ist wieder was. Sind wir jetzt nicht gleich schon... Haben wir nicht gleich schon eine Runde gedreht? Ich denke mal, wir werden ganz genau eine Runde drehen und dann... Was ist das? Ach so. Ich dachte gerade, werden wir jetzt zerquetscht oder so? Oder so ein Shit. Okay, das war's. Hat er perfekt geklappt. Oh, ich wollte noch abschießen. Können wir den nochmal von vorne betrachten? Da kann ich so richtig schön ein Thumbnail draus machen. Genau, er stellt sich dahin. Achtung. Posieren bitte. Oder kann ich ihn auch extra als... Ja, muss ich mal sehen. Ah! Dumme Sprechblase, geh weg! Egal, ne? Ist egal. Ne? Wir haben das Ding. Wir haben 14 Minuten, 13 Minuten, ja doch, sowas in Richtung 13 Minuten rum. Ne? Am Anfang muss ich natürlich immer noch was wegschneiden, deshalb fällt da ein bisschen was weg, ne? Vom Port. Ein kleines Stückchen. So. Und ja, ne? Ja. Das ist so eine ungünstige Zeit, so 13 Minuten. Da überlegst du dir wieder, soll ich jetzt noch was anfangen? Soll ich das wirklich tun? Aber ja, wir müssen. Okay, wissen wir eigentlich nichts. Soll ich mal so total zur Abwechslung mal immer so von einer Galaxie einen Stern machen? Das wäre was Neues, ne? Das wäre mal was Neues. Ja. Ich bin ja sonst immer ziemlich linear vorgegangen, habe ja so jede Galaxie nach der anderen halt so abgehakt, wie man die halt abhaken würde. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen langen Stern erwischt, ja. Trotzdem, die Galaxie sieht auf jeden Fall schon mal geil aus, ja. Wie so ein Blätterwald in Mario Kart Wii halt. Ich bin nur sogar einer, der mag Mario Kart Wii, klar. Gut, das natürlich auch, aber Blätterwald mochte ich am Anfang sehr gerne im MKW. Oh, wir suchen nach den blauen Schnipseln, aber wir finden nichts. Scheiße, jetzt muss ich hier voll suchen, ja. Hm. Also am Anfang mochte ich Blätterwald extrem und nachher dann irgendwie gar nicht mehr. Merkwürdig. Ja gut, gar nicht mehr auch nicht, aber... Hm. Gehört jetzt nicht mehr so zu den stärksten Strecken für mich. Da ist was.
das ist wieder so eine Erkundungssache. Hat der vielleicht einen? Nein, aber ich denke mal, wenn wir uns das nicht so erschummeln können, dann müssen wir das hier machen. Bäm, und kommt da vielleicht eine Liane aus dem Ground raus? Ne, so ein Stern. Okay, alles klar. Aber doch, das wird ein cooler, chilliger Stern. Ja. Ich wollte jetzt halt was Kurzes haben, deshalb habe ich im ersten Moment gedacht, oh nein, viel zu lang. Nee. Da müssen wir alle durch und da wollen wir auch alle durch. Was ist das für eine Kameraperspektive? BTF. Muss ich solche drauf? Ich glaube, hier ist... BTF? Hier ist ja sonst nichts. Sollte dazu sein? Wo sind die Sternchips? Hat er den nicht gesehen oder was? Nein, er ist einen halben Meter davon entfernt, aber findet das nicht. Ganz sicher. Wie Mario da immer hinfällt, das sieht immer komisch aus. So. Da, dun, dun, dun. Bam, schön kaputt machen. Da ist noch einer. Okay, ich dachte, da könnte ich so entspringen. Kann ich aber auch. So. Perfekt, das läuft gut. Oh, ich kann das Ding riechen, ne? Ich auch. Mit meiner roten, geschwollenen Nase. Okay, geschwollen ist sie nicht, aber rot, ne? Weil wegen Red Nose und so. Nein, ich habe natürlich immer eine rote Nase. Scheiße. Jetzt klang das so ein bisschen ungläubig, ne? Das ist natürlich unser Image, ne? Immer eine rote Nase behalten oder so in der Art. Ne? Also ihr müsst euch mich so vorstellen, das Näschen ist immer rot. Ja. Frag mich nicht, wieso. Oh. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Können wir uns da... Ah, okay. Ich dachte jetzt irgendwas wie so, sowas wie, ja, müssen wir von der anderen Seite ran oder so. So, hier war doch der letzte. Hier war der letzte irgendwo hier. Wahrscheinlich da drüber. Ich habe den hier auf jeden Fall irgendwo in der Luft gesehen. Ich kann mich ja einmal umgucken, zur Sicherheit. Nee, geht natürlich nicht. Wieso kann man sich nicht immer umgucken? Das verstehe ich noch nicht so ganz, aber naja. Wenn sie meinen. Dann soll mir das natürlich auch recht sein, beziehungsweise muss es sowieso. Bam. Alles klar. Da, okay. Damit wäre die Sache ja geregelt, aber der Stern ist natürlich noch längst nicht zu Ende. Boah, das ist aber so eine typische Chiller-Mission. Ich mag sowas eigentlich. Ja, doch. Eigentlich schon. So was Schönes, ne? Schön lang. Jetzt wäre es natürlich noch idealer, hätte man jetzt irgendwie ein Thema am Start, ne? Aber... Ah, Leute, ne? man kann ja nicht immer alles haben. Ne? Dann müsst ihr jetzt durch. Ne? Mir macht es auch so mindestens genauso Spaß. Ne? Ich weiß nicht, hat man vielleicht sogar beim On-Topic-Kommentieren mehr Spaß? Nein, das auch nicht. Wenn man Off-Topic redet, dann hat man halt dieses Gefühl von wegen, ja, der Part wird ganz gut. Also, ne? Kannst du mich fangen? Dun, 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 dun. Sollen wir mal? Nee. Ich dachte vielleicht mal von hinten. Kann ich halt vielleicht fliegen, dass man mich nicht sieht oder so. Er hätte beinahe geklappt, aber auch nur beinahe. Dun, 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 was ist das? Jetzt können wir den vielleicht damit aufhalten? Ich weiß ja nicht. So, der läuft zickzack. Aber wenn wir dann gerade läuft... Was ist das denn? Ist das gut? Ich würde eigentlich sagen, das wäre schlecht für uns. Oder? Müssen wir das vielleicht sogar machen? Oh! Der verarscht mich voll. Komm schon. Ja. Okay, im Prinzip war es, glaube ich, ganz geil. Oh, ich habe das Ding verloren. Nimm den Powerstern. Ich bin mir noch unschlüssig. Irgendwie hat das für mich nicht so wirklich einen Sinn gemacht mit diesen auftauchenden Blöcken. Och, jetzt haben wir genau... Oh, jetzt haben wir wie in Mario verloren, ey. Oder ist er nicht in der Endsequenz sowieso weg? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ey, voll cool, mit wie in Mario den Stern holen. Aber das hatte ich ja so noch nie im Kopf. Keine Ahnung. Ist aber auch relativ egal. Wir haben den Part mit diesem Stern beendet. Wir haben wieder die 1000 Münzen. Ey, krass, ne? Ja, und am Anfang des nächsten Parts, wenn ich es nicht vergesse, dann machen wir die nächste Prüfung. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich auf jeden Fall noch. Na, wenn ich dann das anfange, dann werden wir mal sehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir sehen uns dann hoffentlich und... Tschüss.